Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, einen wunderschönen guten Morgen. So den Eindruck, es sind schon alle eingeschlafen, so still im Haus, so ruhig. Ja, es geht um ein Ratgesetz von der CSU. Das ist schon echt erstaunlich. Kurz vor Ende der Wahlperiode kommt die CSU auf einmal mit einem Ratgesetz. Ich habe mir gedacht, ich lese nicht richtig, wie ich das gesehen habe. Doch 2018, nein, das freut uns voll, 2018 noch war das ja eine Kampagne vom ADFC, vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, ein Ratgesetz für Bayern einzuführen. Und alle Parteien haben gesagt, alle demokratischen Parteien jedenfalls, haben gesagt, dass man das auf jeden Fall braucht und haben will, auch die Freien Wähler im Übrigen. Und die CSU wollte nichts davon wissen und immer gesagt, das brauchen wir nicht, ein Ratgesetz auf gar keinen Fall, das läuft ja schon so super. Super in Bayern. Bayern ist ja schon Radlland, Impftata und so weiter. Und 2021, vor anderthalb Jahren, haben wir da herinnen einen Ratgesetzentwurf eingebracht. Und das war die Antwort, also über Inhalte kann man immer streiten, ja, aber die Pauschalantwort war ja von der CSU, Bayern braucht das nicht, es braucht überhaupt kein Ratgesetz, ja, weil es läuft ja schon so gut, Bayern, Radlland und Impftata wie allerweil. Und jetzt auf einmal... Ein paar Monate später oder eineinhalb Jahre später, um genau zu sein, auf einmal kommt die CSU mit einem Ratgesetz. Ja, warum wird jetzt das so sein? Weil sie Angst hat, weil sie in Panik ist wegen dem Volksbegehren für ein Ratgesetz in Bayern, das vor der Tür steht, das bislang das erfolgreichste war in der Beantragungsphase, in der ersten Phase. Über 100.000 Unterschriften sind in relativ kurzer Zeit zusammengekommen. Man fühlt sich erinnert an das Bienen-Artenschutz-Volksbegehren, wo die CSU völlig überrollt worden ist. Deswegen habt ihr es auf Zeiten geschoben, druckt es Richtung Verfassungsgericht, hofft, dass es dort scheitert. Ich bin aber sicher, dass es nicht scheitern wird und kommt jetzt mit einem kleinen Ratgesetz daher, um das irgendwie versucht, das irgendwie inhaltlich abzuräumen. Lieber Martin, du hast dich ja da sicher, wo ist er denn jetzt eigentlich? Ah, da ist er. Lieber Martin, du hast dich ja da jetzt engagiert, da einige Punkte hineinzubringen ins Ratgesetz. Da werden wir uns ja dann im Ausschuss noch drüber unterhalten, was jetzt da drin alles gut ist. Da sind ein paar ganz gute Ansätze drin und vor allem auch, was noch fehlt. Aber dieser Move, ja, wie soll ich das nennen? Da fehlen mir schon fast die Worte vor lauter Überraschung. Dieses Manöver, jetzt seit dem laufenden Volksbegehren quasi den Stock in die Felge zu stecken und die Zivilgesellschaft 100.000 Stimmen beiseite zu schieben, Richtung Verfassungsgerichtshof abzutun, so einen Gesetzentwurf hoppla die hopp vor den Latz zu knallen, das ist mal wieder mustergültig die Arroganz der CSU und die Arroganz dieser Söder-Regierung, die hier die Bevölkerung ausbremsen will. Ihr habt ja noch nicht einmal die Verbände beteiligt. Ich meine, das ist doch das Minimum. Ihr habt ja ein paar Jahre Regierungserfahrung, ein paar Monate noch vor euch. Das ist doch das Minimum, dass man Verbände erst einmal beteiligt und dann überlegt und anhört und zuhört, was brauchen wir denn da. Nicht einmal das habt ihr gemacht. Also ich meine, wenn ihr eine Verbändeanhörung gemacht habt, dann waren es Verbände, die wir nicht kennen, dann können es keine Fahrradverbände gewesen sein. Und im Lobbyregister habt ihr es auch nicht eintragen lassen. Also wahrscheinlich ist halt gar nichts gelaufen, sondern ihr habt es im stillen Kämmerlein zusammengeschrieben. Erst jahrelang ein Ratgesetz bekämpfen und jetzt im Eilverfahren in Torschlusspanik angesichts vom Volksbegehren jetzt hier durchs Parlament zu peitschen, in einer vollkommenen Kehrtwendung, die CSU hingelegt hat. Leute, ist euch denn das nicht peinlich? Und ich meine, wie gesagt, zum Inhalt werden wir uns ja dann noch austauschen im Ausschuss, da freue ich mich drauf, im Verkehrsausschuss, aber nur so viel vorab, drinsteht, tut ja wirklich auch nicht viel. Ich meine, es ist ja jetzt schon in den Medien gewesen, pro Kommune gibt es da 91 Meter Radweg, wenn man das hochrechnet, was hier mit den 1500 Kilometern, hört sich super an, hochrechnet, wann wir dann fertig sind mit den bayerischen Staatsstraßen, dann hat der ADFC ausgerechnet, ich habe sie jetzt nicht selber nachgerechnet, aber die haben Fachleute, das wird schon stimmen, sind wir 2160 einmal fertig, 2160 einmal fertig mit dem Stadtstraßenausbau. Also, liebe Leute, die Radlfahrerinnen bringt das Ganze wenig. Lieber Martin, so viel muss ich leider sagen, vor der inhaltlichen Beratung im Ausschuss. Ein schickes E-Bike ist euer Gesetzentwurf nicht. Es ist eher so ein Laufrad, so nur mit Stützrädern. Das ist eher so das, was wir jetzt da auf dem Tisch haben. Ich freue mich auf den Austausch im Ausschuss. Vielen Dank.